Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir fragen, was fühlt er oder sie für mich? In welche Richtung läuft unsere Situation? Was beschäftigt denjenigen gerade? Warum meldet er oder sie sich nicht? Was sind unsere Blockaden? Was sind seine Blockaden? Ich bitte dich, dass du dich wirklich heute auf diese Person konzentrierst. Wichtig ist auch, dass du weißt, dass diese interaktiven Videos, die wir hier machen, sind globale Legungen, ja, für personifizierte Legungen, die wirklich nur auf dein Thema zugeschnitten sind, auf deine spezielle Situation. Lade ich dich gerne dazu ein, setz dich mit mir in Verbindung über WhatsApp, über E-Mail und ich vereinbare gerne mit dir einen Termin, um deine Problematik in deiner Situation wirklich zu erläutern und dir wirklich dabei zu helfen, aus dieser Situation rauszukommen. Ja, so viel dazu. Was ich euch auch gerne noch sagen möchte, ist, bitte bedenkt, ich befinde mich noch bis Mitte April außer Haus. Ja? Das heißt, wenn die Kameraeinstellung mal ein bisschen was anders ist oder der Ton nicht gerade so perfekt oder nehmt es nicht für böse. Auch wenn diese Nachricht, die für dich ist, zwar nicht hundertprozentig mit dir übereinstimmt, handelt es sich einfach nur darum, dass es sich hier um globale Legungen handeln, ja, die nicht immer zu hundertprozentig auf jeden zugeschnitten sein können. Weil dafür sind wir einfach unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Lebenssituationen. Darum ist es umso wichtiger, ja, umso wichtiger, dass du dich wirklich für eine private Legung mit mir in Verbindung setzt, damit ich dir weiterhin helfen kann. Ja? So viel dazu. Also wir fangen mal an. Bitte konzentriere dich auf die Person, um die es geht. Ja? Visualisiere diese Person und frage dich immer wieder, was ist unser Problem? Liebt er oder sie mich noch? Möchte er oder sie sich mit mir in Verbindung setzen? Welche Blockaden, welche Hürden liegen zwischen uns? Was ist unsere Situation? Okay, konzentriert euch bitte. Sobald ich auch wieder die Möglichkeit habe, werde ich auch wieder die Legungen mit den Häufchen machen, ja? Damit ihr immer die Optionen wählen könnt. Bitte verzeiht, ich muss die Kameraeinstellung heute ein bisschen was wackeln. Okay, also wir fangen an. Konzentriert dich bitte auf diese Person. Liebt er oder sie mich? Liebt er oder sie mich? Liebt er oder sie mich? Okay? Schauen. Okay, wir schauen mal. Das bist du. Das ist die Person, um die es geht. Okay? Also, liebt er oder sie mich? Er oder sie liebt dich. Ja, aber die Gefühle sind im Moment ein bisschen am Schwanken. Was möchte das Tarot dir heute mit auf den Weg geben? Das Tarot möchte dir sagen, egal in welcher Situation du bist, ob du in Partnerschaft bist, ob du dich getrennt hast, ob du hier um einen Ex-Partner fragst, ob du um Familie fragst, um Freunde fragst, passe es auf deine Lebenssituation bitte an. Ja, also ich rede jetzt einfach mal von Leuten, die wirklich mit Herzschmerz an jemanden denken, an jemanden hängen, die einfach nicht nach vorne kommen, die einfach nicht wissen, welchen Schritt sie gehen müssen, die einfach in diesen Gefangenschaft des Herzens so leiden, dass sie wirklich nicht mehr klar denken können. Gibt es hier Gefühle? Ja, es gibt Gefühle. In allen Richtungen, es gibt Gefühle. Was will es dir damit sagen, das Tarot? Das Tarot möchte dir gerne sagen, ist, es gibt Gefühle von deiner Seite aus und von seiner Seite aus. Aber diese Gefühle sind momentan ein bisschen eingefroren. Ja, seine Gefühle für dich sind eingefroren oder ihre Gefühle für dich sind eingefroren. Was möchte ich dir damit sagen? Es ist eine Distanz. Diese Person muss eine Distanz zu dir halten, um sich erstmal selber zu finden, um sich selber zu klären. Ja, um einfach dieses Gefühl wiederzufinden. Was will ich nicht? Ja, wo führt mich meine Reise hin? Was passiert, wenn ich wieder mit dieser Person zusammenkomme? Möchte ich das überhaupt? Bringt es mir was? Diese Person, um die es sich hier handelt, egal ob Mann oder Frau, denkt dran, wir haben hier alle Geschlechter offen. Es liegt ganz an euch, um wen ihr fragt. Ja? Braucht ein bisschen Zeit. Wie bist du gerade? Wie fühlst du dich gerade? Wie sieht er oder sie dich gerade? Nun, wir haben hier eine Person, die wirklich gerecht ist. Eine Person, die immer versucht zu agieren. Ja? Die immer versucht, klar zu denken. Du bist eine Person, die auch versucht, mental zu denken, ja, rational zu denken, dich nicht nur von Gefühlen vielleicht leiten zu lassen. Du versuchst immer das Richtige zu machen. Du versuchst, dich mit dieser Person in Verbindung zu setzen. Du versuchst, dich visuell zu visualisieren, also bemerkbar zu machen.
Auf der anderen Seite bist du aber auch ein Mensch, der viel leidet, der viel Kummer hat, der sehr traurig ist, der Dinge bereut, ja, der Dinge vielleicht hätte anders machen wollen, der viele Zweifel hat, viele Sorgen hat. Eine Person, die wirklich alles darum geben möchte, mit dieser Person, um die es sich hier handelt, wieder zusammenzukommen oder überhaupt mit dem Menschen, um den es sich hier handelt, überhaupt eine Beziehung anzufangen. Passe es auf deine jeweilige Situation an, weil wenn wir hier einen Single haben, ja, der um eine andere Person fragt, das heißt, ein Mann oder eine Frau, mit der er gerne eine Beziehung eingehen möchte, dann haben wir hier natürlich ein ganz anderes Bild. Ja, die Fragestellung ist, liebt er oder sie mich? Möchte er oder sie eine Beziehung mit mir oder wieder eine Beziehung mit mir haben? Das heißt, du bist im Moment in einem Seelenschmerz gefangen, weil du musst realisieren, was euer Problem ist. Du musst realisieren, dass du respektieren musst, dass der andere seinen Freiraum braucht. Wie ist er im Moment in der Situation? Was passiert gerade mit ihm in seinem Entwicklungsprozess? Wie fühlt er sich? Er fühlt sich gehängt, er fühlt sich ausgelaugt, er fühlt sich ausgepowert. Diese Person fühlt sich wirklich von Händen und Füßen gefangen. Es ist für diese Person sehr schwer zu entscheiden, zu kalkulieren, auch loszulassen, Ballast loszulassen, Schuld loszulassen, egoistische Impulse loszulassen. Diese Person vermisst dich, er oder sie vermisst dich. Aber momentan befindet man sich an einer Kreuzung, ja, wo man nicht weiß, Entschuldigung, in welche Richtung man gehen soll. Und das ist gerade hier das Problem. Du musst erkennen und wissen und respektieren, dass sowohl deine Wunden heilen müssen, als auch die Wunden von dieser Person, um die es sich hier gerade geht. Bist du ein Single, ja, und möchtest gerne mit jemandem, der dich arg interessiert, eine neue Beziehung eingehen, musst du bedenken, dass diese Person wirklich voller Schmerzen ist. Diese Person kommt gerade aus einer Situation, aus einer Beziehung raus oder hat sich getrennt, aber hat noch dieses Vergangene, diese Vergangenheit noch nicht abgestriffen. Ja? Das heißt, es sind noch so viele Erinnerungen an der Vergangenheit hier, die anhaften, dass es alles seine Zeit bedarf. Fehler, die man gemacht hat, Situationen, die man erlebt hat, Ängste. Ja? Manchmal auch das Gefühl, impotent sich zu fühlen, in der Hinsicht nicht reagieren zu können. Man muss auch Opfer bringen, um eine Beziehung wirklich aufleben zu lassen oder wieder erfrischen zu lassen, muss man Opfer bringen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch wirklich erkennt, wie wichtig das ist, ja, anderen Leuten seinen Freiraum zu geben, zu erkennen, wann muss ich mich zurückziehen und wann nicht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, Leute. Das ist ganz wichtig, dass ihr auch begreift, dass es nicht nur darum geht, liebt ihr oder sie mich? Komme ich mit demjenigen zusammen, sondern ihr müsst erkennen, wie wertvoll und wichtig es ist, eine Beziehung auch aufrechterhalten zu können. Was muss ich dafür an mir ändern? Was erwarte ich von meinem Partner? Ja, was für Kriterien muss diese Person erfüllen? Bin ich auch in der Lage, diese Kriterien, diese Notwendigkeiten, diese Notwendigkeit, diese Liebe, dieses, was mein Partner braucht, bin ich überhaupt bereit oder vorbereitet, ihm das zu geben oder ihr das zu geben? Was ich hier sehr schön finde, ist, dass er oder sie dich liebt. Ja, es gibt Gefühle, auch wenn die Gefühle momentan ein bisschen auf Eis liegen, sagen wir es mal besser so, ja. Aber das Schöne ist einfach, ihr habt die Erleuchtung, ihr habt den Stern auf eurer Seite, ihr habt die Liebe, das Gefühl auf eurer Seite. Ihr seid wirklich in einer Phase, wo ihr jetzt beweisen müsst, was ihr gelernt habt. Ihr müsst jetzt wirklich beweisen, wo führt meine Reise mich hin, was möchte ich wirklich im Leben. Ja, erkennen, wie wichtig das ist, wenn man eine gut funktionierende Partnerschaft hat. Es ist ganz wichtig, dass ihr begreift, dass das Leben sich nicht nur darum geht, mal kurz jemanden an meiner Seite zu haben, den man beglücken kann. Nein, ihr müsst fruchtbar sein, nicht nur körperlich für den einen oder anderen, der sich hier wirklich wieder mit seinem Partner zusammenfindet, gibt es auch eine Schwangerschaft. Also bei einer Wiedervereinigung, ja, oder bei einer Zusammenführung mit dieser Person, von dieser Person wirst du ein Kind gebären können. Viele von euch denken dran, das ist eine globale Legung, ja. Die trifft nicht immer auf jeden zu, hundertprozentig, weil wir haben Lebensunterschiede, ganz viele Lebensunterschiede. Deswegen sage ich immer wieder, setzt euch mit mir in Verbindung und wir machen kurzfristig im Rahmen meiner Zeit eine persönliche Legung. Nichtsdestotrotz,
Liebt er oder sie mich? Ja. Aus dieser Beziehung, die wieder zusammenführt oder die überhaupt zusammengeführt wird, ja, vom Schicksal, wird ein Kind entstehen. Für die anderen von euch heißt es, Fruchtbarkeit, euch selber wieder zu regenerieren, fruchtbar sein für neue Dinge, fruchtbar sein zu erkennen, was man ändern muss, fruchtbar sein für neue Wege, für neue Liebe, für neue Partnerschaften, für neue Möglichkeiten und Erkenntnis vor allem, sich zu heilen, spirituell zu wachsen, persönlich zu wachsen, ja, wirklich zu erkennen, wie wichtig es ist. Wie wichtig es ist, an sich selber zu arbeiten. Liebt er oder sie mich? Ja, vom vollen Herzen. Du liebst diese Person auch. Die Kommunikation ist gestört und das ist ein großes Problem bei euch. Ihr habt hier einen Kommunikationsfluss, der gestört ist. Ihr müsst mehr kommunizieren. Ihr müsst euch wieder versuchen, in Verbindung zu setzen. Euch zu equilibrieren, also das Gleichgewicht wiederherzustellen. Euch zu kontrollieren, eure emotionalen Impulse zu kontrollieren. Eure Schattenseiten zu kontrollieren. Schüttelt euch diesen Staub raus, der euch gefangen hält, ja, der euch blockiert. Raus damit, weg damit, los, raus ins Leben, amüsiere dich, genieße. Reflexioniere, sperr dich nicht ein, bis dass es eine Zusammenkunft gibt, bis dass es ein klärendes Gespräch gibt, bis dass es eine Wiedervereinigung gibt, bis dass die Person, die dich interessiert, sich die Möglichkeit bietet, eine Beziehung aufzubauen. Geh raus, amüsiere dich, verschließe dich nicht dem Leben. Sei deinem Herz, deinen Gefühlen, deine Liebe zu dieser Person treu, ja. Aber geh raus und tank neue Energie auf, neue Frische, das ist so wichtig. Kommuniziere, bring dein Inneres ins Gleichgewicht. Die Vergangenheit, die Fehler, die Präsenz, also die Gegenwart jetzt, harmonisiere es, bring es ins Gleichgewicht. Wege ab. Was brauche ich real? Was will ich real? Wo stehe ich gerade? Wo war ich noch vor 1, 2, 3, 4, 5 Monaten? Wo will ich hin? Was erwarte ich vom Leben und von mir? Alles hier in eurer Beziehung, ja, in eurer zukünftigen Beziehung, in eurer jetzigen Situation, ist vom Schicksal bestimmt. Wir haben hier eine Beziehung, die vom Schicksal bestimmt ist. Schaut mal. Wir haben hier eine Beziehung, die vom Schicksal bestimmt ist. Aber das Schicksal will, dass ihr lernt. Für die Paare, die sich gerade trennen, für die Paare, die Distanz sind, ja, für die Paare, die sich auch schon getrennt haben. Heißt es, reflektionieren, Blick nach Inneren, Reifeprozess. Auch wenn ihr Seelenverwandte seid, auch wenn es eine Beziehung, die vom Schicksal bestimmt ist, ist, ja, wir haben hier auch die Liebenden. Die Liebenden heißt Zusammenhalt, Liebe, Harmonie, Familie. Die Liebende heißt aber auch Angst, Untreue, Einmischen von dritten Personen, ja, Unsicherheit. Wir haben hier eine Beziehung oder zwei Partner oder zwei Wesen, die auch sexuell sehr angezogen sich fühlen. Und das ist auch, was wir unterscheiden müssen. Möchte ich mit dieser Person zusammen sein oder wieder zusammen sein, weil sie mich sexuell anzieht? Oder weil ich diese Person wirklich liebe und brauche und vermisse? Das müsst ihr wirklich unterscheiden. Wichtig ist einfach nur, dass ihr wisst, wirklich, dass diese Beziehung wieder auffrischen kann, diese Beziehung wieder auffrischen wird. Wir machen es mal anders. Für einen Teil von euch wird diese Beziehung, die sich getrennt hat, liebt er oder sie mich? Ja, er oder sie liebt dich. Genauso wie du ihn auch liebst oder sie auch liebst. Diese Beziehung für den einen oder anderen wird sich wieder aufblühen lassen. Es wird eine Wiedervereinigung geben, aber es bedarf Zeit. Es bedarf viel Zeit, es bedarf viel Geduld. Ja, für die einen oder anderen, die es schaffen, wirklich diese Zeit zu überstehen, gibt es eine Wiedervereinigung. Gibt es einen Neuanfang? Gibt es eine generelle neue Beziehung mit jemand komplett Neues, ja, die Person, die dich interessiert, wo ein Kind entstehen kann. Für den einen oder anderen, der es nicht schafft, die Vergangenheit mit dieser Person hinter sich zu lassen, Lügen, Intrigen, Untreue, all dieses, was zwischen euch war, die es nicht schaffen, macht euch keine Sorgen. Lasst die Zeit erstmal walten. Es wird definitiv eine Zusammenkunft kommen, es wird definitiv, Entschuldigung, zu einer Zusammenkunft wiederkommen. Aber es bedarf viel Zeit. Es bedarf viel Zeit und es bedarf Geduld und es bedarf Ruhe. Ja? Was passiert hier gerade? Wir haben hier den Magier. Alles liegt in deiner Hand. Alles liegt in eurer Hand. Wir haben hier Schutz des Göttlichen. Wir haben hier, guck mal, die Familie, den Zusammenhalt. Ja? Geheimnisse müssen rauskommen. Lügen müssen aufgedeckt werden. Diesen Willen nach vorne zu schreiten, dein Leben neu zu orientieren, dein Leben neu zu gestalten, mach dich nicht abhängig von dieser Person. Lass das Leben fließen. Es wird hier eine Wiedervereinigung geben für einen Teil von euch. Für einen Teil von euch. Für den Teil, der nicht, lasst es ziehen und lasst die Zeit walten. Weil sobald der Zeitpunkt bereit ist, dass ihr wieder zueinander finden sollt, wird es so sein. Die Frage aber ist jetzt nicht, komme ich wieder mit meiner Person,
die mich interessiert, zusammen, sondern die Frage ist, liebt er oder sie mich? Ja. Ja, vermisst er oder sie mich? Ja. Wünscht er oder sie sich ein Gespräch mit mir, eine Klärung? Ja. Fühlt er sich oder sie sich attraktiv zu mir hingezogen? Ja. Ja. Wichtig ist, dass ihr wirklich beachtet, es gibt hier große Gefühle, die momentan auf Eis gelegen, also auf Eis liegen, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass ihr eine Kommunikation zu dieser Verbindung, zu dieser Person herstellt. Ja? Für die Leute, die schon eine Verbindung hergestellt haben, die eine Nachricht geschrieben haben, die ihr die Person besucht haben oder angerufen haben, lasst es jetzt so stehen. Schreibt nicht jeden Tag, ruft nicht jeden Tag an. Lasst erstmal wirklich diese Person zur Ruhe kommen. Ja, lasst sie zur Ruhe kommen, sich neu zu orientieren, sich überhaupt neu zu finden, zu evaluieren, was möchte er oder sie, was möchte sie oder nicht. Ja, darauf kommt es an. Es ist ganz wichtig, wirklich, wir haben hier die Karten der Liebenden. Die Karten der Liebenden, die wirklich für tiefe Gefühle spricht auch. Tiefe Gefühle, tiefe Liebe, Wachstum, Sicherheit, Verführung, Attraktion, Fortschritte, ja. Und wenn es sich hierbei um Beziehungen handelt, die kaputt gegangen sind wegen einer dritten Person, wegen Untreue, beachtet, ob ihr wirklich wollt, dass diese Person zurückkommt, ob ihr wirklich bereit seid, eine Untreue zu verzeihen für den einen oder anderen von euch. Okay? Also, liebt er oder sie mich? Ja. Auch wenn die Beziehung auf Eis geraten ist im Moment, aber es ist Liebe da. Guck mal, warten. Was habe ich dir gerade gesagt? Warte. Warte ab. Lass die Zeit zu deinem Gunsten spielen. Warte einfach ab, was die Zeit mit sich bringt. Warte ab, wie schnell diese Person, die dich interessiert, den Schritt auf dich zugeht. Schreibe ihm eine Nachricht, wenn du es noch nicht gemacht hast. Solltest du der Person schon eine Nachricht geschrieben haben, lass es dabei. Klammere nicht, klettere nicht, geh raus. Lebe, liebe, amüsiere dich. Finde dich selber. Mach dich hübsch, sei attraktiv, sei freundlich, sei empathisch. Lebe. Genieße diese Zeit, bis dass diese Person eine Nachricht dir übersendet. Bis dass derjenige sich mit dir in Verbindung setzt. Bis dass das Schicksal, das Leben, wenn ihr euren Lernprozess abgeschlossen habt, euch wieder zusammenführt. Aber die Frage ist, liebt er oder sie mich? Ja, aus vollem Herzen, auch wenn diese Person es dir nicht sagt. Aber diese Person liebt dich abgöttisch. Und du auch. Also so viel dazu. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bitte lasst mir ein Like. Ja, abonniert meinen Kanal. Teilt diese Nachricht bitte so oft es geht. Ja, teilt sie mit anderen Leuten, weil es gibt so viele Menschen, die in der Situation sind und sich nicht trauen, Hilfe zu suchen oder sich mit uns in Verbindung zu setzen. Teilt dieses Video, okay? Und lebe dein Leben, bis das Schicksal euch beide wieder zusammenführt, wenn ihr wieder zusammengeführt werden sollt, okay? Aber Liebe ist da und die Liebe triumphiert immer, weil Liebe ist das einzigste Gut, was sich multipliziert, wenn man es teilt. Also, ich danke dir, like das Video. Abonniert meinen Kanal. Danke, dass ihr jeden Tag so treu einschaltet. Lasst mir auch eure Kommentare positiv da. Ihr denkt dran, in allem, was wir in YouTube auch machen, auch Kollegen und Freunde und überhaupt alle Menschen, dass wir mit einem respektvollen Umgang miteinander uns wirklich kommunizieren und auch wirklich fair bleiben. Und wenn irgendwas in meinen Nachrichten ja, dich wütend macht oder nicht mit dir im Einklang ist oder dich aus der Reserve lockt, ist es einfach, weil es genau der Punkt ist, den du arbeiten musst. Das ist genau das Ziel, was ich habe, anhand meiner Tarot-Therapie, dich daran zu erinnern, dass du auch an dir arbeiten musst. Dass du nicht alles in den Schoß gelegt bekommst. Und deswegen, diese Nachricht ist genau für dich, damit du wirklich auch diese Nachricht mit anderen teilst und verinnerlichst, damit dein Unterbewusstsein wirklich anfängt zu arbeiten und Dinge positiv zu verändern. Ich danke dir und wie gesagt, für persönliche Legungen, setz dich mit mir in Verbindung und wir werden jedes einzelne Detail aus deinem Leben komplett ans Licht bringen, um dir zu helfen. Okay, ich danke dir. Bis dahin. Bye.